Hallo zusammen. Wir verkosten jetzt mal zusammen den Römerberg-Terrassen oder vielmehr ich für euch. Römerberg-Terrassen Chardonnay. So ein bisschen einer meiner Lieblinge aus dem Programm der Spitzenweine. Der Weißburgunder gefällt mir sehr gut. Der Grauburgunder auch, aber er ist halt auf seine Art irgendwo ein bisschen eigenwillig, sage ich mal, weil er hat schon sehr viel Körper, sehr viel Wucht und ist relativ mächtig. Der Chardonnay aus den Römerbergterrasse. Die Römerbergterrassen im Badenweiler Tal in den Schwarzwald eingeschnitten, relativ weit hinten. Da haben wir den Cool Climate Einfluss relativ stark. Ich zeige eben nochmal hier zur Erinnerung Römerberg. Und ganz da hinten sehen wir die Terrassen. Da ein Stückchen weiter kommt dann der Schwarzwald. Die Terrassenlagen im Römerberg ganz besonders steil gehalten, sehr direkt nach Süden ausgerichtet. Wir haben vom Boden her absolut reinen Kalkstein, der für ein Chardonnay natürlich auch die optimalen Voraussetzungen vom Boden her bildet. Das Klima relativ schroff, wie gesagt, nach Süden ausgerichtet. Tagsüber knallt da die Sonne. Wir müssen alle nur daran zurückdenken, wie wir die kleine Vertretertagung hatten bei uns im Weingut. Und wir da im Hochsommer an einem der heißesten Tage des Jahres in den Römerberg gefahren sind. Ich glaube, da hat jeder irgendwo seine drei Schweißtropfen auch schon dort gelassen. Der Römerberg Chardonnay, schön mit kräftig Holz dabei. Ich finde das immer so schön, wenn man den frisch aufmacht und riecht da rein. Da hat man so ganz angenehm diese leicht süßliche Vanillenoten. Aber hat auch eben so diese sehr reife Birnenaromatik. Bisschen Heu und Stroh dabei, eher sogar Heu. So diese leichte Wildkräuternote dabei. Ich kann da stundenlang reinriechen. Als großen Tipp gebe ich da immer, den Wein zwar kühl, aber eben auch nicht zu kalt. Ich habe den jetzt relativ lange schon draußen stehen. Der hat wahrscheinlich nur so um die 15 Grad. Das finde ich ist eigentlich so die optimale Trinktemperatur, weil der kommt so richtig geschmeidig rüber. Die Aromen sind schön da. Wenn der zu kalt ist, dann wirkt er sehr schlank und ein bisschen eingesperrt. Der hat Biss, der hat wahnsinnig viel Extrakt, das merkt man. Boah, der bleibt ewig im Mund. Hat eine schöne Säure dabei auch. Für ein Chardonnay schon deutlich wahrnehmbar. Das hält ihn sehr frisch und elegant auch. Lässt ein bisschen trinkfreudiger, ein bisschen trinkiger einfach dastehen. Schön. Der macht Spaß. Diese Terrassen, wie gesagt, sehr direkt nach Süden ausgerichtet. Tagsüber knallt die Sonne. Abends wiederum kommt vom Schwarzwald runter eben diese kalte Luft in das Tal reingezogen. Dadurch sinken nachts die Temperaturen oder schon abends sehr schnell, was dafür sorgt, dass die Säure, die Frische, die Fruchtaromatik in den Trauben erhalten bleibt. Auch wenn die sehr reif werden dann schon, haben die immer noch eine schöne Frische dabei. Diese Kombination, das ist halt das, was so eine Cool Climate Lage ausmacht. Man hat beides, ne? Man hat diese Frucht, man hat diese Präsenz, man hat den Körper, aber auch diese Finesse. Bei dem Wein schaue ich wirklich auch nicht den Vergleich. Da kann man schon sagen, das ist ein Wein, der sich vom Typ her, vom Stil her auch mit den großen Chardonnay-Weinen der Welt irgendwo ein Stück weit messen kann und vergleichen kann. Wie im Burgund, wie in der Neuen Welt, wo es ja auch sehr viele sehr exzellente Chardonnay-Weine gibt, gerade in den USA. Da ist man ja auch zum Glück ein bisschen weggegangen von diesem massiven Holzeinsatz. Ähnlich wie hier, man hat
Das Holz zwar präsent, aber nicht vordergründig. Es untermalt, es spielt und es tut dem Wein gut. Der Wein profitiert von dem Holz. Mit Sicherheit kein Allerweltswein, aber auch ein Wein, der viel Spaß macht. Mit drei Sätzen gut erklärt ist, mit diesem Cool Climate Faktor, mit diesem Kalkboden, mit der Steillage terrassiert. Das kann man relativ schnell, gut, einfach und auch nachvollziehbar für den Kunden erklären. Und dadurch wird er halt auch zu einem Wein, der sehr anspruchsvoll auf der einen Seite ist, aber auch nicht zu erklärungsbedürftig. Und das ist eine ganz spannende, charmante Kombination. Viel Spaß damit.